Es wird heißer als heiß und schöner als schön. Denn heute geht es um die Klamotten, die schönsten Geschöpfe dieser Welt atemberaubend aussehen und so manche Herzen höher schlagen lassen. Oh. Kam von Herzen. Kam von Herzen. Kam von Herzen. Hab ich gemerkt, oder? Ja? Okay, gut. Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut und heute geht es um 4 Fair Fashion Unterwäschemarken für Frauen, die wir gar nicht so übel anzusehen finden. Oh ja. Oh ja. Also labern wir gar nicht lange um den heißen Brei herum, Monsieur Olivier. Yes. Hau mal rein. Yes. Mein erster Favorit ist Luva Hoover. Luva Hoover ist ein Unternehmen aus Großbritannien und liebe Mädels da draußen und natürlich liebe Boys, sie haben sich auf Reizwäsche spezialisiert. Zum einen bieten sie BHs und Höschen einzeln an oder bestimmte zusammengehörige Sets. Welche BHs ich ziemlich nice finde, sind die fast durchsichtigen und von denen haben sie auch relativ viele zur Auswahl. Aber sie haben auch noch etwas legerere Varianten am Start, wie zum Beispiel das Modell Energy Cole. Sehr, sehr clean und gleichzeitig sexy, wie ich finde. Okay, kommen wir mal zu den Höschen. Die sind echt sehr vielfältig mit verschiedenen Mustern und verschiedenen Farben. Vom neutralen Schwarz bis hin zum verspielten Blumenmuster. Eine zweite große Kategorie in diesem Shop sind Nachtoberteile, die auch ziemlich hot sind, also die könnt ihr auf jeden Fall auch mal abchecken, wenn ihr wollt. Alle Teile werden entweder aus Hanf, Bambus, Biobaumwolle oder Tencel gefertigt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Größe ihr habt, egal ob bei BHs, Höschen oder bei den Nachtoberteilen, dann kann der Size Guide bestimmt helfen. Diesen findet ihr unten links auf der Website. Und Moment. Stopp! Bevor ich aufhöre, möchte ich euch einfach nochmal meinen persönlichen Favorite zeigen. Sag uns doch mal deinen Favorite, Olli. Black Agatha. Bitte? Black Agatha. Perfekt. Weiter geht es mit Naja oder Naja. Auf jeden Fall sind die Klamotten alles andere als Naja. Ich muss mich jetzt mal kurz hier in der Ecke schämen. Der war richtig schlecht. Die Kollektionen der Marke haben immer ein richtig cooles Thema und ich finde, man gibt sich hier echt Mühe, was anderes zu kreieren. Bei Talavera ist die Kombi von Orange und Blau ein echt nicer Eyecatcher und in der Shanghai-Kollektion haben die asiatischen Vibes echt was für sich. Dabei setzt das Brand auch oft auf High Waist oder BHs mit mehr Stoff, was ich verdammt cool finde. Meiner Meinung nach muss es nicht immer ein Hauch von nichts sein, um jemand große Augen ins Gesicht zu zaubern. Naja setzt sich in der Unternehmenspolitik vor allem für alleinerziehende Mütter ein, die sich oftmals zwischen Familienversorgung und Arbeit entscheiden müssen. Die Marke jedoch wirkt dem durch flexible Arbeitszeiten entgegen und außerdem zahlen sie für die Schulausrüstung und für die Schulmahlzeiten der Kinder. Das finde ich richtig cool. Es gibt ein Underwear for Hope Programm, mit dem Frauen aus den Slums unterstützt werden. Es wird digital gedruckt, um Wasserverschwendung zu vermeiden und es werden recycelte Plastikflaschen in den Kollektionen benutzt. Ich finde, da sind viele gute Ansätze dabei, aber ich habe auch online Bewertungen gefunden, die sich einen besseren Customer Support gewünscht haben. Das heißt, wenn ihr hier Erfahrung habt, teilt sie gerne mit der Community. Bei mir geht's weiter mit dem deutschen Unternehmen Mai. Mai gibt es schon seit 1928 und konzentriert sich auf Tag- und Nachtwäsche sowie Dessous. Also hier habt ihr echt eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen BHs und Höschen. Schauen wir uns mal die BHs an. Hier gibt es eine echt große Auswahl an verschiedenen Farben und verschiedenen Arten. Bügel, Push-Up, Schalen-BHs und so weiter ist alles vertreten. Bei den Höschen gibt es insgesamt 13 verschiedene Arten zur Auswahl. Von Strings und Minislips bis hin zu Panties ist alles dabei. Und dabei wiederum auch in verschiedenen Farben und Arten. Mit Spitze, ohne Spitze, einfach nur spitzenmäßig. Ach du Scheiße! Okay, der war richtig flach, oder? Und die letzte Marke ist Colli. Hier gibt es irgendwie ganz verschiedene Sachen. Von eher schlichten Sachen bis hin zu ultra ausgefallener Wäsche wird dir echt einiges geboten. Sprich, so ein richtiges Schema ist irgendwie nicht zu erkennen, aber ist ja nicht schlimm. Hey, wenn einem was gefällt, dann gefällt es einem. Halt, ja. Auch hier werden recycelte und benutzte Stoffe verarbeitet und die Produkte kommen in einer recycelten und kompostierbaren Verpackung. Online wird angegeben, dass nach Bestellung produziert wird, was ich auch ziemlich cool finde. Wahrscheinlich dauert es dann ein bisschen länger, aber so wird wenigstens nicht zu viel produziert, was am Ende dann gar nicht benutzt wird. Und zudem haben die Käufer auf der Website durchweg gute Bewertungen dagelassen. Sieht also so aus, als ob die in Portugal von Hand gefertigte Unterwäsche überzeugt. Und auch wenn wir sie nicht aufgezählt haben, kleine Randnotiz, die Marke Essentials for Sula, eine der Highlights unserer Community, könnt ihr auch auf jeden Fall auschecken. Okay, Janik, ich würde mal sagen, wir hören so langsam auf, sonst wird es hier noch zu hot. Wir hoffen natürlich an alle Mädels gerichtet, dass ihr die ein oder andere Marke für euch gewinnen konntet. Oder vielleicht habt ihr auch schon faire Unterwäsche, dann lasst es uns doch gerade in den Kommentaren wissen, wie zufrieden ihr damit seid. Und an alle Boys da draußen, vielleicht konnten wir euch für die ein oder andere Geschenkidee für eure Liebste inspirieren. Die Links wie immer unten in der Beschreibung. Bis zu unserem nächsten Video, Janik. Habt euch lieb. Ciao.